King Arthur's coming. King Arthur's coming. Yeah, King Arthur's coming. Wenn England ihn brauche, dann werde er zurückkommen. So geht die Sage über König Arthur. Es scheint soweit zu sein. Jedenfalls ist Arthur unterwegs. Er ist ungefähr 1500 Jahre alt, fährt einen VW-Bus und früher war er in der Baubranche. Heute ist Arthur arbeitslos, aber König. Auch Arthur wusste schon immer, dass er anders ist. Schon als Jugendlicher kam er häufig zu dieser Burgruine, bis er vor 9 Jahren eine Berufung verspürte. Er ist der wiederauferstandene, sagenhafte König der Kelten. It took years, obviously, until I realized and reverted to my once true and former name. Es hat Jahre gedauert, bis es mir klar wurde und ich meinen wahren alten Namen annahm. Seitdem bin ich glücklicher. Heute gehe ich als König Arthur ins Bett, wache als König Arthur auf, das ganze 365 Mal im Jahr. Ich weiß, was ich tun muss. Ich kämpfe für Wahrheit und Gerechtigkeit. It's just who are you, King Arthur? What you're here for? Reunite the Celts, fight for truth, honor and justice. Slate works for me. Von den 3 Touristen, die vorbeikommen, macht nur die Amerikanerin ein Foto. Die Einheimischen sind eher überrascht von unserer Frage, ob ihnen auf ihrer Insel der geballte Individualismus nicht manchmal auf den Wecker gehe. Was ist denn ein Exzentriker? Ich bin ein Individuum, er ist eine Persönlichkeit. Wir brauchen Exzentriker. Wir wollen ja auch nicht nur maschinell geschnittenes Brot. Wir brauchen die Unterschiede. Wir verlieren sonst unseren Individualismus, nicht nur in Großbritannien. Wir begleiten Arthur in die Hauptstadt des Königreichs. Der King fährt mit der Underground, ist auf dem Weg zu einer Menschenrechtsorganisation, denn er klagt gegen die Regierung. Die hat die Versammlungsfreiheit eingeschränkt und das hat auch schon den König und seine Anhänger getroffen. Rund 70% der Exzentriker, so sagen die Forscher, hätten eine milde Form von Schizophrenie. Aber sie sind klüger als andere. Arthur zum Beispiel ist Mitglied im britischen Club der Superintelligenten. Sonderlich beachtet wird der Sonderling nicht. In Großbritannien, wo der Anteil der Querdenker deutlich höher liegt als anderswo, gelten sie als Gewinn für die Gesellschaft. Die lange und ungebrochene Tradition bürgerlicher Freiheiten hat den oft bizarren Individualismus gedeihen lassen. Und just um diese Freiheit kämpft nun auch König Arthur. Und er kämpft für die Umwelt. Gegnerische Truppen überraschen er und seine Anhänger immer wieder durch verwirrende Manöver. Das mythische Königskleid verleiht dem einfachen Untertan Arthur Beachtung und einigen Respekt. Hier blockiert er die Einfahrt einer Firma, deren Kiesgruben das Grundwasser gefährden soll. Sein Schwert, Excalibur, hat Arthur beim Trödler gefunden. Es ist das Original aus dem Film. Und Arthur hat sogar eine amtliche Erlaubnis. Ritueller Schwertträger heißt es da, polizeilich genehmigt. Im Land der Gentlemen regeln dann der Manager und der König das Ende dieser Blockade. Abzug früher als geplant, dafür gibt es Tee und Schokoladenkekse. Aber Arthur wird wiederkommen. Right. Done.